Die Vorwürfe sind tatsächlich nicht vom Puppet Till Lindemann. Der Sänger von Rammstein lässt sich angeblich, so heißt es, junge Konzertbesucherinnen zuführen, mit denen er während des Konzertes, auch nach dem Konzert, angeblich Sex haben soll. Nicht immer einvernehmlich, heißt es da. Alkohol, Drogen, gegebenenfalls K.O.-Tropfen sollen eine Rolle spielen. Wir können und wir wollen heute darüber hier kein Urteil fällen. Aber entsprechende Schilderungen junger Frauen haben sich eben gehäuft in den vergangenen Tagen. Und zwar in einer Dimension, die wir dann auch nicht ignorieren können. Ich spreche darüber heute mit zwei Frauen, denen man als Künstlerin nicht vorwerfen kann, irgendwie zu prüde zu sein. Beide beherrschen ihrerseits auch sehr gut das Spiel mit der Provokation. Beide sind dafür bekannt geworden, Sexualität wirklich explizit auszustellen. Katja Krasavices Alben Boss Bitch und Pussy Power waren Nummer 1 Erfolge. Und die Wissenschaftlerin Dr. Reanz Schein hat als Rapperin Lady Bitch Ray ihre ganz eigene provokante Vergangenheit oder auch Gegenwart im Musikbusiness. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass Sie beide bei uns sind. Katja Krasavices zugeschaltet. Reanz Schein, wie erleben Sie in diesen Tagen die Vorwürfe gegen Till Lindemann? Ist da ein großer, provokanter Künstler jetzt einfach reif zum Abschuss nach dem Motto, der hat's mal verdient? Oder hat das tatsächlich in Ihren Augen mehr Substanz auch? Naja, er ist ja kein Einzelfall. Also für mich ist das alles immer wieder wie ein Déjà-vu, weil es einfach ein bekanntes Phänomen ist, dass junge Frauen auf Konzerten im Bereich Rock, Pop oder Rap und auch Deutschrap rekrutiert werden, manchmal mit Wissen, manchmal ohne Wissen, zu Aftershow-Partys und dann irgendwann aufwachen und nicht mehr wissen, was passiert ist zum Beispiel und nur noch blaue Flecken haben oder Schmerzen. Also es sind bekannte Geschichten auf jeden Fall und mir geht es irgendwie gar nicht um persönlich jetzt dem Rammstein-Frontsänger, sondern um einfach Strukturen, die immer wieder befördert werden, wo sexuelle Gewalt, Machtmissbrauch geschieht und nichts richtig verändert wird. Lassen Sie uns gleich darüber reden, inwieweit das Methode hat. Katja Krasavice nickt im Hintergrund. Sie sagen selber, Sie mögen es eigentlich, wenn Leute provozieren, aber notwendige Debatte und eine Debatte, die über Rammstein hinausgeht, ist das auch in Ihren Augen so? Auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, wie sie auch schon gesagt hat, kein Einzelfall. Sowas gibt es schon öfter und das passiert tagtäglich. Das passiert vor allem im Showbusiness und da wird so wenig darüber gesprochen. Und ich bin sehr glücklich über jede Frau, die sich traut, auch wenn ich sehr traurig bin über die Reaktion der Menschen, dass sie immer sagen, ja, die Frau kann ja auch lügen. Man sollte eher unter die Lupe nehmen, ob die Frau nicht lügt. Eine Frau, die sich getraut hat, ist die Influencerin Kyla Shikes, die sich vorgestern auf YouTube zu Wort gemeldet hat, und zwar so. Da war so eine fette graue Tür. Hinter uns wurde die Tür zugemacht, da standen nochmal Security-Männer vor dieser Tür. Auf diesen Couches saßen da so 8 Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Und auf einmal macht's Klick. Ich bin hier als Sexobjekt. Nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. Kyla Shikes über ihre Erlebnisse bei einem Rammstein-Konzert vor einem Jahr. Wir werden da gleich noch tiefer einsteigen. Sie hat erwogen, heute auch in der Sendung zu sein. Aber angesichts der Dynamik, die das entfaltet hat, hat sie sich selber ein paar Tage Ruhe verordnet. Wenn Sie diese Geschichte hören von dieser Alena Makeva, die im Auftrag von Till Lindemann junge Frauen angeworben haben soll, wissentlich als Sexpartnerin zugeführt haben soll, wie plausibel klingt das? Ein System an organisiertem Sex mit weiblichen Fans oder Besucherinnen? Na, organisiertes Fleischmarkt. Also es klingt ziemlich plausibel, weil dieses Prinzip, dass Männer für in gewissen Bereichen, auch zum Beispiel im Bereich der Sexarbeit, Frauen einsetzen, um andere Frauen zu rekrutieren, ist eigentlich bekannt, ist zwar relativ neu, würde ich sagen, im Gegensatz zu vor 30 Jahren, aber es ist schon ein bekanntes Prinzip und ein bekanntes Phänomen. Ich finde es beachtlich, dass anstatt jetzt irgendwie diese Vorwürfe aufgearbeitet werden oder Verantwortung übernommen wird und jeder Vorwurf geprüft wird, jetzt auf einmal die Casterin sozusagen gefeuert wird. Ja, die Band hat sich von Alena Makeva getrennt, sie ist aus der Band ausgeschlossen worden, hieß also, es.
wahrscheinlich war die Frau im Auftrag von denen unterwegs. Also warum trennt man sich dann von ihr? Also ich finde es halt einfach nicht logisch. Wir haben vorhin auch ein bisschen verdächtig, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben den einen Konzertbesucher vorhin gehört, der sagte, Entschuldigung, jemand wie Till Lindemann, wie Rammstein, die hätten das gar nicht nötig. Der kann freiwillig genug Frauen haben. Andere sagen, meine Güte, das Kleingeld für bezahlbaren Sex hätte er wahrscheinlich auch. Katja Krasavice, wie plausibel klingt das für Sie, was da geschildert wird? Sie haben ja einen Einblick sozusagen ins große Pop-Business. Ist Ihnen Vergleichbares schon mal zu Ohren gekommen? Ja, das Ding ist halt einfach, dass in diesem Business es so einfach ist. Und man sieht es ja in den Videos, wenn man die Augen aufmacht und wenn man auch die Gedichte von ihm liest, sieht man ja, dass es eben nicht das ist, was er möchte. Er möchte nicht das Einfache haben. Er möchte das haben, was gezwungen ist. Wo eine Frau gerade nicht bei Bewusstsein ist. Und das ist gestört und das ist nicht normal. Und genau deswegen ist es auch plausibel. Alle, ich nenne es nicht mal Vorwürfe, alle Aussagen der Frauen sind plausibel und meiner Meinung nach zu 100% wahr. Sie sprechen die Lyrik an, die Gedichte von Till Lindemann. Es gibt zwei Gedichtbände. Mhm. Einer 2020 erschienen. In diesen Tagen ist ein Gedicht oft zitiert worden, Wenn du schläfst. Oh, das hatte ich auch damals kritisiert. Sie hatten es schon bei Erscheinen kritisiert. Ein paar Zeilen daraus. Schlaf gerne mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein. So soll das sein. So macht es Spaß. Etwas Rohypnol im Wein, etwas Rohypnol ins Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen. Und du schläfst. Es ist ein Segen. Also eine K.O.-Tropfen-Vergewaltigungsfantasie, von der der Verlag Kiepenheuer & Witsch, der es veröffentlicht hat, bislang immer gesagt hat, Entschuldigung, das ist das lyrische Ich. Das darf man nicht verwechseln mit dem Autor. Wie bewerten Sie es jetzt? Also ich habe es schon damals kritisiert und für mich war das schon damals sexistischer, Vergewaltigungsfantasien verherrlichender Dreck. Und mich wundert auch der Kiwi-Verlag, der sich erst heute sozusagen kritisch dazu geäußert hat und vor 3 Jahren noch das verteidigt wurde mit dem lyrischen Ich. Und diese Verteidigung von sexistischen oder sexuelle Gewalt verherrlichten Texten mit dem lyrischen Ich ist auch übrigens ein bekanntes Phänomen. Und ich finde dabei ein bisschen bizarr, dass diese harten Boys, also diese harten Männer, die bedienen sich ja an diesem Bad Boy-Image, dann sind sie authentisch, ja, auch beim Deutschrap, sie sind Gangster, sie verkaufen wirklich Coke, sie bangen wirklich Bitches. Aber wenn dann Sexismus oder sexuelle Gewalt bei denen kritisiert wird, ist das auf einmal das lyrische Ich. Ich frage mich, wie passt das zusammen? Einerseits wollen sie authentisch sein und legen ihre Hand ins Feuer, dass sie authentisch sind. Und wenn Kritik kommt, sind sie auf einmal das lyrische Ich. Also was soll das? Sie sollen endlich mal Verantwortung tragen und vor allem die Konsequenzen dazu tragen. Kiepenheuer & Witsch hat sich von Till Lindemann getrennt als Verlag. Ja, guten genauso Morgen, erst vor ein paar Tagen. Ne? Genauso wie die Drogeriekette Rossmann Parfums, die gemeinsam in Zusammenarbeit mit Rammstein entstanden sind, aus dem Programm genommen Rossmann hat. Rossmann hatte Rammstein Parfums als Merchandise. Mhm. Da hieß eines Sex, ein anderes hieß Pussy, ein drittes hieß Kokain. Katja Krasavice, das weiß ich, ist eine Künstlerin, die tatsächlich sagt, Moment, man darf tatsächlich mein lyrisches Ich nicht immer mit meiner biografischen Person verwechseln. Aber wo hört für Sie das Spiel mit den Bedeutungen auf? Ich finde, solange man niemanden anderen damit angreift, psychisch oder körperlich, kann man das machen. Aber sobald es in schon allein das Gedicht, das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Außerdem ist das ein ganz, das irgendwie ein lyrisches Ich. Genau, ist ein ganz großer Unterschied auch, ob das Frauen machen aus einer Protesthaltung heraus, weil wir leben in einem patriarchalischen oder in patriarchalischen Gesellschaften und das Musikbusiness ist auch hochgradig toxisch und sexistisch und patriarchalisch. Ja. Und wenn dann so Frauen wie Katja Krasavice oder ich sich als Bitch bezeichnen, aus einem Umdeutungsgestus heraus, aus einem, ey, wenn ihr uns so degradiert, dann hier, eat this. Das ist was völlig anderes, als wenn das irgendwie ein alter weißer Mann wie Till Lindemann tut. So, und mit diesem ganzen Drumherum, ne, das sind ja nicht nur die Vorwürfe, es ist sein künstlerischer Output, es sind Aussagen über den, auch so schon vor 10 Jahren gab es ja auch schon, ne, Vorwürfe wegen, ne, ist das rassistisch, ist das Faschismusverherrlichung. Ich meine, das ist ja dieses Gesamthabitus, was diesen Mann halt auch ein bisschen schwierig macht. Und ich frage mich auch,
auch wenn jetzt diese Vorwürfe nicht wahr wären, also ich glaube sie auch hundertprozentig, ich glaube den Opfern hundertprozentig, frage ich mich auch, ja, was so eine Kunst für eine Wirkung haben soll, außer toxische Männlichkeit zu verherrlichen und sexuelle Gewalt zu verherrlichen. Was ist denn die Wirkung von dieser Kunst? Berechtigte Frage. Katja Krasavitz hat Schlagzeilen gemacht, weil sie auch den Machismo, die herabwürdigenden Äußerungen von Dieter Bohlen öffentlich kritisiert hat, obwohl sie neben ihm in der DSDS-Jury saß. Und trotzdem, wenn Lady Betray, wenn Rehan Shahin von einer Systematik in der Pop-Branche spricht, frage ich sie, wissen Sie von solchen Vorgängen? Muss man davon ausgehen, dass es das tatsächlich bei vielen Künstlern gibt, so ein Backstage-Geschehen, wie es hier bei Rammstein vermutet wird? Ja, das passiert tagtäglich. Das passiert am meisten natürlich im Showbusiness. Bei den Männern, die haben Geld, die haben Macht und dann, das zieht einen großen Rattenschwanz von Arschkriechern mit sich, die das dann alles einfach zulassen. Das sind dann die Angestellten, das sind dann die Firmen, das sind alle, die mit denen arbeiten und alle wissen, was diese Menschen machen und keiner sagt ein Wort und es sind dann meistens immer die Frauen, die den Mund aufmachen. Und was passiert dann? Dieser Frau wird nicht geglaubt, es wird immer auf die Frau geschoben, ja, die lügt, die lügt, die lügt, die Frauen sind immer die Schlimmen, aber wenn ein offensichtlicher, gewalttätiger Mann, der Sexualstraftaten macht, sorry, ich bin raus, der wird dann aber in Schutz genommen, so, das ist einfach nur schlimm, so, das ist einfach nur ganz, ganz schlimm und es passiert tagtäglich. Keiner sagt was. Und deswegen habe ich auch was gesagt, weil das einfach nicht normal ist. Und das, ich kriege da einfach nur einen Hals und mir wird schlecht. Dankeschön. Haben Sie die Hoffnung, dass mit dieser Debatte, von der manche sagen, Rammstein wird sie möglicherweise als Band gar nicht überleben, dass sich dann eine Veränderung im Pop-Business einstellen wird, wie wir in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch sensibler geworden sind? Ich hoffe und denke schon, dass es so langfristig eine Veränderung geben wird. Ne, sei es auch, dass diese Männer Schiss kriegen, weil das vor Konsequenzen hat, weil auch die Medien das ganz anders darüber berichten, sich nicht mehr so trauen, langfristig sowas zu machen. Aber eine Problematik, die hat schon Katja vorhin angesprochen, ist dieser gesellschaftliche Umgang, ne? Dieses sogenannte Victim-Blaming, diese Täter-Opfer-Umkehr. Wenn sie sich so anzieht, braucht sie sich nicht wundern. Warum geht sie auch in den Backstage-Bereich? So eine wirklich dabei auszublenden, da waren Frauen dabei, ganz junge Frauen, ganz unsichere Fans, ne? Die alles tun würden, um mit dem vielleicht auch nur einfach im Raum zu sein und teilweise auch gar nicht wussten, dass es um Sex geht. So, ne? Das wird alles ausgeblendet und dann werden die Tatsachen umgedreht und das finde ich ziemlich gefährlich. Also ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Vorwürfe muss man, glaube ich, sagen, kein Verbrechen der Welt kann rechtfertigt werden durch das Verhalten der Opfer. Und insofern vielen Dank auch für den Hinweis. Wir haben auf sterntv.de Hilfsangebote zusammengestellt für Menschen, die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen mussten. Da lohnt sich ein Blick drauf. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Debatte heute Abend. Katja Krasavitz und Rehan Shahin, vielen, vielen Dank fürs Hiersein. Danke.